Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing, auf das ich mich, wenn ich ehrlich bin, schon seit einer ganzen Weile freue wie ein kleines Kind. Nämlich vom DJI Phantom 3 Standard, was ein Quadrocopter ist mit integrierter Kamera. So, ja, ich freue mich wie ein kleines Kind, aber das hatte ich bereits gesagt. So, ja, so, man sieht schon, ich bin schon so sehr darauf spezialisiert, dass ich freue mich schon so sehr, dass ich das Messer schon mal falsch rumhalte und mir damit dann eher den Finger aufschneide als das Paket, was eine nicht ganz so gute Voraussetzung ist, aber lässt sich verkraften bei solch einem tollen Gerät mit leider einer etwas ramponierten Verpackung. Hier zum Beispiel, was ich sehr, sehr schade finde, weil ich jemand bin, der immer gerne Verpackungen sammelt. So, jetzt stellt sich natürlich mal wieder die tolle Frage, wie geht das denn richtig auf? So geht das richtig auf. Hier haben wir, ich weiß gar nicht, ob ihr das so sehen könnt. Könnt ihr das so sehen? Nee, so könnt ihr das nicht so richtig sehen. Moment mal, ich mache euch mal ein bisschen. Jetzt könnt ihr auch wieder was sehen. Wunderbar. So, zwar haben wir hier zuallererst die Betriebsanleitung, die hier extra mit noch einem Sticker versehen ist, dass man auf jeden Fall die Betriebsanleitung und alle anderen Sachen, die hier drin stehen, lesen soll. Und in dem Fall sage ich euch das auch, macht das auch, weil wenn ihr irgendwas an dem Ding kaputt machen solltet, weil ihr irgendwas nicht gemacht habt, was ihr hättet machen sollen, was in der Betriebsanleitung gestanden hätte, ist nichts mehr mit Garantie oder ähnlichem. Was haben wir denn? Wow, was haben wir denn hier? Das ist ja. Ganz viele verschiedene Stickerfarben. Das heißt, man kann seine Drohne sozusagen farblich personalisieren, wie man das gerne möchte. Das finde ich persönlich sehr cool. So, dann haben wir. Was haben wir hier noch? Ich packe das mal alles aus. So, Quick Start Guide, Kurzanleitung. Ach, was ist das hier? Das hier? Ein großes Auseinanderfalt Ding, wo nochmal alles genau erklärt wird, woran man sich denn zu halten hat. Da. Hier, was man ohne nur mit Bewilligung, was man auch ohne Bewilligung machen kann, worauf man sonst noch achten muss. Ich hoffe, ihr könnt das sehen hier, das hier. Sehr gut, sowas zu haben, wo alles genau drin steht. Genau, die hatte ich ja schon hier. So, dann noch eine kleine Anleitung über den intelligenten Flugakku. Hier Garantiekarte. Hier, was alles im Lieferumfang enthalten ist. Die Drohne, Fernsteuerung, Rotoren, der Akku, Ladekabel, Netzstecker fürs Ladekabel und hier halt noch Sachen, die noch extra, nee, die auch noch mit dabei, die, ach, die auch noch mit dabei sind. Stimmt, hier so eine Klammer, um das Gimbal zu fixieren. Diese Nüpsis, damit die Kamera nicht so doll vibriert. Oh, eine 8 GB MicroSD-Karte, das ist sehr gut, denn da habe ich nicht drüber nachgedacht, denn ich habe gar keine gekauft. Obwohl ich das mal 8 GB wahrscheinlich viel zu wenig sind. Aber naja, für den Anfang soll es ja reichen, hoffe ich mal. Ein Micro-USB-Kabel, wahrscheinlich zum Laden vom Controller. Anti-Drop-Kit, muss ich mal lesen, was das sein soll. Landing-Pads, mal gucken. Ja, und halt Sticker und etwas, um die Propeller zu montieren. Hier, Safety-Guide, wichtig, lesen. So, mehr ist hier nicht drin. Kleben wir das mal damit zu. Und jetzt. Oh, ich freue mich wie ein kleines Kind an Weihnachten, aber das sagte ich bereits. So, aber in typischer Unbox-Manier nehmen wir das hier mal ganz vorsichtig raus. Oh, schaut es euch an, ey. Ist das nicht wunderschön? Und stellen es, was mir sehr schwer fällt, mal beiseite und schauen, was wir hier noch haben. Zum einen diese tollen, giftigen Trockenteile, die lege ich mal hier hin. Dann haben wir hier eine Stofftüte, in der, so wie es sich anhört und anfühlt, sich die Rotoren befinden.
Es steht sogar DIY drauf. Finde ich sehr cool. Ja, hier sind die Rotoren. Ich lasse die mal da drinne, weil da ich leider noch keine Versicherung habe, ich bin noch dran, aber ich habe noch keine. Genau, das auch an dieser Stelle ganz wichtig. Leute, macht euch eine Versicherung für das Ding. Ihr dürft nicht fliegen, wenn ihr keine habt. Also ganz wichtig, versichert das. Weiß ich nicht, Kosten, je nachdem, was für eine Abdeckungssumme zwischen 70 und 130 Euro im Jahr. Also jetzt nicht was, klar, es ist jetzt nicht das günstigste, aber es ist jetzt auch nicht ein Weltuntergang, das zu bezahlen. Und es spart euch eine ganze, ganze Menge Ärger. So, aber weiter im Text. Hier haben wir das Ladegerät für die, nicht für die Drohne, aber für den Akku der Drohne. Packen wir das auch mal aus hier. Schauen wir mal. War sogar hier extra mit tollem Schutz, dass es nicht irgendwo aneckt. So, haben wir hier den Netzstecker. Geht mir schon alles flöten. Genau, da hier. Nee, es ist nicht der Netzstecker. Das hier schließt man an den Flugakku an. Och je, ich bin schon so hibbelig. Ich lasse hier schon alles fallen. Schlimm, ganz schlimm. So, hier haben wir das USB-Kabel für den Controller aufzuladen. Hier den Netzstecker. So, dann haben wir hier diese Klammer um. Ich dachte schon gerade ganz kurz, es ist so leicht. Aber okay, hier haben wir, schauen wir doch mal, die ganzen Accessoires drinnen. Hier zum Beispiel diese Nipsis, damit man die hier bei der Drohne, Moment, ich zeige euch das mal. Ich hoffe, es ist scharf. Hier, die hier bei der Drohne, also bei dem Gimbal von der Drohne, dafür sorgen, dass das so ein bisschen wabbelig ist, dass das so Vibrationen ausgleichen kann. Da sind das die Ersatzdinger zu. Dann sind hier noch Ersatzpads für unter die Drohne. Und hier halt diese Klammer wahrscheinlich, um die Propeller festzumachen. Allerdings weiß ich nicht genau, muss ich gleich nachlesen. So, dann haben wir hier den Controller mit der, ja, 10 Jahre DIY. Mit der, wie ich finde, nicht so schön geratenen Handyklemme, die aber jetzt, wenn ich sie mal in der Hand habe, irgendwie zwar immer noch keinen wirklich stabilen, aber einen stabileren Eindruck macht, als ich das erwartet habe, so wie ich das in manchen Videos gesehen und gehört habe. Aber na, nee, es ist immer noch. Naja, aber egal. Wenn man ein besseres System will, muss man sich da entweder selber irgendwie mal was zusammenbasteln, was ich wahrscheinlich machen werde. Oder man müsste halt die nächst teurere Kamera, die nächst teure Drohne kaufen, was ich nicht getan habe. Ja. So, aber eigentlich müsste das jetzt alles gewesen sein. Ja. So, packen wir das hier mal einmal zu. Dann bereite ich mal einmal alles aus. Und dann zeige ich euch nochmal gleich ausgepackt, was denn dann jetzt genau alles zum Lieferumfang gehört. So, haben wir hier jetzt mal einmal alles schön ausgebreitet. Wie ihr seht, eigentlich alles, was ich ja eben schon mal so gesagt hatte. Hier Netzteil, USB-Kabel für den Controller, Stromkabel fürs Netzteil, die Sticker, die ganzen Accessoires, um alles auseinanderzubauen und Zusatzdinger und was auch immer. Die Sticker, ganzen Anleitungen, Controller, die Rotoren mit der schönen Verpackung. Und was ich eben noch vermisst hatte, wo ich dann jetzt mal rausgefunden habe, wo es denn ist, wenn ich es denn hier ausgebaut bekomme, ohne irgendwas kaputt zu machen, das wäre natürlich gut, ist, boah, der geht aber schwer. Okay, der ist auch relativ schwer. Boah, ist hier dieser Flugakku, wo ich jetzt doch gerade mal gucken kann. So. Was steht dann hier? So, genau, man soll einmal drücken. Ah, und dann sieht man auch schon die Ladeanzeige, wie viel denn drin ist. Oh, ey, ich freue mich wie ein kleines Kind an Weihnachten. Das erwähnte ich zwar mehrfach schon, aber oh, ich freue mich riesig. Aber, wie schon gesagt, Versicherung, ganz wichtig. Muss erst da sein, vorher ist nichts mit Fliegen. So, an der Stelle
hoffe ich, euch hat dieses Unboxing gefallen, auch wenn der Hintergrund und alles vielleicht ein bisschen ungewohnt ist, weil diese Dimensionen bekomme ich leider auf meinem normalen Setup nicht unter. Daher ein bisschen anders als sonst. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war, glaube ich, alles ein bisschen durcheinander, weil ich ein bisschen hibbelig war und jetzt nicht groß noch irgendwie mir vorher was überlegt habe, sondern das Ding einfach direkt hingelegt, ausgepackt, Kamera noch hingestellt, fertig. Daher ist es jetzt vielleicht alles so ein bisschen hä, aber egal. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Ein Review zu dem Ding wird es wahrscheinlich keins geben, weil es davon im Internet schon so viele gibt. Was es aber geben wird, worauf ich mich auch schon freue, wo ich noch gucke, vielleicht von ganz am Anfang wahrscheinlich noch nicht, aber so später irgendwann will ich sowas Ähnliches so, also ich habe überlegt, ich nenne das wahrscheinlich Drohnen-Tagebuch oder so ähnlich, wenn ich mit dem Ding mal unterwegs bin, dass ich so ein bisschen filme, euch auch ein bisschen was von dem zeige, was ich mit der Drohne gefilmt habe, so noch ein bisschen quatsche, so ein bisschen eine Mischung aus Vlog und Drohnenvideos. Könnt ihr mal sagen, was ihr von der Idee haltet, wird es dann auf jeden Fall auch geben. Und ja, an der Stelle hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, könnt ihr einen Daumen hoch da lassen. Wenn nein, sagt mir doch bitte, was ich beim nächsten Mal verbessern kann. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.